Hallo, ich heiße Richard Edwards, ich bin Produkttrainer bei der Firma Tekentube Door Solutions und heute zeige ich Ihnen, wie man unsere CarTech Garagensektionator montiert. Durch unser neuartiges Zagensystem haben wir die Montage für Sie deutlich vereinfacht. Durch weniger Verschraubung, weniger Einzelteile verkürzt sich die Arbeitszeit für Sie immens. Los geht's! Überprüfen Sie den Lieferumfang des Tores. Für die Montage brauchen Sie folgende Werkzeuge. Bevor wir mit der Montage beginnen, kontrollieren Sie, ob das gelieferte Tor für den Einbau geeignet ist. Dazu messen wir Lichterbreite, Lichterhöhe. Hier brauchen wir Platzbedarf von beidseitig mindestens 82 mm. Wir brauchen eine Sturzhöhe von mindestens 120 mm. Bei größeren Toren brauchen wir 140 mm. Bei handbetätigten Toren mit Außengriff brauchen wir mindestens 240 mm. Und bei größeren Toren mit Außengriff mindestens 265 mm. Okay, um zu gewährleisten, dass das Tor auch gerade montiert wird, überprüfen wir nun den Fußboden. Dafür können Sie eine Wasserwaage, Schlauchwaage oder eine Laser benutzen. Sie können auch, wie in der Montageanleitung beschrieben, die senkrechte Zagen mit der Oberblende auf dem Boden zusammenbauen. Nur bei lackierten Zagen kann es dazu führen, dass die Zage von außen verkratzt werden. Und mein kleiner Tipp, mit so einem Montagehelfer die Oberblende in die Öffnung fixieren. Und jetzt brauchen Sie nur noch die senkrechte Zagen vor die Öffnung zu stellen. Okay, und jetzt richten wir die Zage aus. Achten Sie bitte auf den Meterriss. Wenn eine Seite schon fixiert ist, ob höher ist, dann können wir die andere Seite mit der Wasserwaage ausrichten. Und jetzt vermitteln wir die Zage in die Öffnung. Fixieren wir die Zage. Und jetzt kann die Montage helfen weg. Und die Zage kann verbohrt werden. Und jetzt setzen Sie die Haltewinkel in die senkrechte Zagen ein. Bei kleineren Toren unter 70 Kilo können Sie sogar komplett auf die Haltewinkel verzichten. Und bei Toren über 70 Kilo müssen die Haltewinkel nur einfach in die Zage reingesteckt werden und müssen nicht zusätzlich befestigt werden. Bei Toren mit einer Breite von über 3 Meter muss der Sturzblende zusätzlich noch befestigt werden. Und nun montieren Sie die Laufschienen an die senkrechte Zagen. Jetzt verbinden Sie den Querstreber mit den Laufschienen. Dieses U-Profil brauchen wir zur Stabilität. Und jetzt verbinden Sie die Querstreber. Ja, und jetzt können die Federn, Seile und Kunststoffhalter eingesetzt werden. Wir bei Tekentube haben immer mindestens 2 Federn per Seite. Bei größeren Toren kann auch bis zu 4 Federn per Seite sein. Und jetzt montieren Sie die Laufrolle, Hülsen und Bolzen. Und dann sitzen Sie mit diesem Federstift. Achten Sie bitte bei der Umlenkung, dass rechts auf die rechte Seite kommt von innen und links auf die linke Seite kommt. Und jetzt legen wir den Seil hier hinter über die Umlenkung. Am besten einzeln. Geht das viel einfacher. Und das zweite Seil genauso rüber. Und jetzt setzen Sie die Kunststoffgleiter ein. Der erste Gleiter kommt ganz vorne, sagen wir ungefähr 10 mm von vorne. Dann kommt am Ende auch wieder 10 mm. Und dann die anderen beiden werden einfach vermittelt. Okay, prüfen Sie, dass die Seile nicht verdreht sind. Sprühen Sie die Federkanal mit Sprühfett ein. Und jetzt montieren Sie die Abdeckung. Am besten setzen Sie vorne erstmal an. Und für die zusätzliche Sicherheit montieren Sie die Federkanalbügel. Sie haben per Seite 2 Bügel. Und jetzt richten Sie die Zage auf. Montieren Sie auf beiden Seiten den Laufbogen. Und hierbei müssen Sie aufpassen, dass die Übergänge bündig sind. Und jetzt richten Sie die Laufschienen aus.
Sie haben das U-Profil in der hintere Querschiebe reingeschoben, rausgefahren. Somit macht es sich viel einfacher, die Diagonale zu messen. Die Diagonale passt und jetzt beschrauben Sie die Abhängung an die Laufschiene. Das Gute von der neuen Zange ist, dass Sie statt 3 Abhängungen nur 2 brauchen. Und jetzt bereiten Sie die Torsektion zum Einbau vor. Sie haben die Sektion in die Öffnung gestellt. Wichtig ist, bei der verschraubenen Mittelscharniere wird die auch ganz kurz angehoben. Das ist wichtig, dass die Sektionen beim Einsetzen sofort eingestellt werden. Und jetzt entlassen Sie die Dichtung. Dafür schieben Sie 2 Holzklötze unter die Rollenhalter. Das macht sich noch einfacher, wenn Sie später das Tor hochheben wollen. Wichtig ist, wenn Sie mindestens 0,8 mm unter die Sektionen haben. Dafür dienen diese rote Abstandshalter. Okay, und jetzt hängen Sie die Seile ein. Das Tor muss in jeder Position stehen bleiben. Wenn Sie feststellen, dass das Tor nicht federausgeglichen ist, dann können Sie das hier in die Zange einstellen. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie einfach das geht. Kommt das Tor so schnell nach unten, dann brauchen wir mehr Federspannung. Und die kriegen wir hier rüber. Dann muss einfach in den nächsten Langloch eingehangen werden. Und jetzt montieren Sie den Tor mitnehmen. So, das Tor ist einsatzbereit. Bei Rückfragen oder Bestellwünsche stehen wir ihm gern zur Verfügung.